Ricarda Lang streikt mit. An der Seite von Verdi und IG Metall. Ja, Frau Lang hat sich nun in kurzen Abständen lang vor die Kamera getraut bei Demos. Nein, nicht etwa bei Bauern, Lokführern oder LKW-Fahrern. Nee, das nicht. Sondern lieber auf kleinen Sachen, wie etwa dem SRW-Streik in Espenhain für IG Metall und dem jüdischen Krankenhaus in Wedding für Verdi. Ja, wir haben auch jüdische Krankenhäuser. Es ist nicht alles von den Christen besetzt, die in unserem Staat eine auf keinen Fall fragwürdige Kontrolle ausüben, obwohl wir ja angeblich ein säkularer Staat sind? Naja, jedenfalls zeigt sich hier die Grünchefin vor großem Publikum. Naja, okay, es sind kleine Mini-Demos, wo nicht viele Leute sind. Natürlich gut, dass man sich solchen Sachen auch annimmt und dort Aufmerksamkeit fabriziert, stellt sich dann doch irgendwie, irgendwo, irgendwann die Frage, warum da und woanders nicht? Beziehungsweise, während ich bezüglich Bauerndemos eher, sagen wir, merkwürdige Aussagen von Frau Lang finde, gibt's über LKW-Fahrer nix, beziehungsweise ich finde nix. Und naja, bahntechnisch finde ich jetzt auch eher nix. Hab ich schlecht gesucht? Naja, zur Bahn findet sich schon was, denn da gibt's Artikel, die von einer Fernbeziehung der Lang reden, wofür sie viel Bahn fahren muss. Also ordentlich Kilometer. Müsste dann Frau Lang aufgrund der vielen Stunden im Zug nicht wissen, wie gut es bestellt ist um die Deutsche Bahn? Oder ist Frau Lang einfach immer überpünktlich angekommen und wurde im Zug fürstlich verköstigt und bewertet? Tja, man weiß es nicht, aber man fragt sich schon, wieso sich Frau Lang bei den großen Demos raushält, bei den Kleinen dann den Grüßonkel spielt, damit die Presse Fotofips machen kann und man auch mal nicht ganz so schlecht rüberkommt. Oder wie muss ich das genau verstehen? Nein, das soll natürlich nicht heißen, dass die Metaller weniger Aufmerksamkeit kriegen sollten bzw. verdient haben oder dass die Mann- und Frauschaften im Krankenhaus eine ruhige Kugel schieben. Im Gegenteil, die kommen ja auch zu kurz. Trotz Frau Lang, ihrer Hilfe! Bringen da denn so eine Grinse-Schnappschüsse wirklich was? Ist das nicht vielleicht doch auch eher fragwürdig? Ich meine, die gern als systemrelevant verschrienen Krankenhausberufe wurden jetzt noch immer nicht so richtig, naja, sagen wir mal, beweihräuchert. Obwohl man ja angeblich in der scheinbar schon lang vergessenen kurzen Wegsperrphase festgestellt hatte, wie wichtig doch die sind. Unbezahlbare Helfer sind das. Es sind die besten Menschen aller Zeiten gewesen. Jedenfalls in dieser schon lang vergessenen Zeit. Ja, man hatte festgestellt, dass unterbezahlte Pflegekräfte irgendwie doch für was gut sind. Wie zum Beispiel, dass wenn es einen hart erwischt hat, man einfach nicht erstickt. Oder habe ich jetzt irgendwie die große Gesundheitsreform verpasst, die sagt, na, wir müssen endlich mal diese Leute, die hier seit Jahrzehnten schwere Arbeit leisten und dafür ziemlich wenig kriegen, ja endlich mal, naja, entlasten, wenigstens besser bezahlen, den Beruf attraktiver gestalten. Ach Mensch, das versuchen wir ja schon nicht bei den Lokführern und stellen denn dem Weselski als sonst was hin. Wieso sollten wir das denn bei diesen Pflegekräften machen? Die sind doch noch weniger wert als so ein Lokführer. Und naja, was jetzt die Grünen für die Metaller gemacht haben, ist mir auch irgendwie entfallen. Also da gab es ja irgendwie so ein grünes Wirtschaftswunder, was ich jetzt auch irgendwie nicht so richtig mitgekriegt habe. Wahrscheinlich habe ich das irgendwie übersehen, überlesen oder sowas. Eigentlich müssten die doch gar nicht streiken, weil dank dem grünen Wirtschaftswunder müssten doch hier die Gelder vom Himmel fallen. Oder verstehe ich da was falsch? Ich meine, Ricarda Lang war da ja für solche bei der Demo, die so mit so Recyclingkram zu tun haben in der Metallrichtung. Ich meine, das sind ja auch so welche, die die Umwelt retten. Die müssten ja eigentlich top verdienen, so als Umweltretter. Oder ist man so als beruflicher Umweltretter immer der mies bezahlte?
Könnte das sein? Ach, bestimmt nicht. Das denke ich mir aus. Diese Recyclingberufe sind alle top bezahlt und sehr begehrt. Viele Fridays for Future Protestanten, ja, die haben sich erst vor kurzem gemeldet im Recyclinghof und haben gesagt, wir wollen die eklig stinkenden gelben Säcke schön sauber machen, schön einsortieren, damit hier ordentlich recycelt wird. Ja, habe ich letztens gesehen, war ich hier erst letztens vor Ort, habe ich gesehen, habe ich mich mit denen unterhalten und die haben gesagt, sie arbeiten gerne für einen Hungerlohn, Hauptsache die Welt ist gerettet. Also fragt sich eigentlich, was will Frau Lang eigentlich auf diesen Demos? Ein paar nette Bildchen, damit sie mal gut aussieht? Den Leuten helfen? Wirklich? Oder was ist denn der Sinn? Also brauchen tut die da eigentlich niemand. Auf die könnte man auch verzichten. Sollte sich dann also eher nicht die Frage stellen, wie lang lassen sich das die Leute noch erlauben bei solchen kleinen Demochenchens? Sich von Ricarda Lang so ausnutzen zu lassen, während sie für die, naja, nicht so wirklich was tun möchte. Aber okay, es finden sich bestimmt noch ein paar andere klitzekleine Demos, wo sich Frau Lang zeigen kann und ja, dann keiner so richtig mitkriegt, dass Frau Lang nicht auf ihrer Seite steht, sondern eigentlich nur vor der Kamera. Apropos Kamera. Woher weiß die Presse eigentlich immer, bei solchen eigentlich unbekannten Sachen, dass da Frau Lang auftauchen wird? Ich meine, wenn ich auf der Homepage von Ricarda Lang gucke, ist die neueste Mitteilung der 25. März 2022. Also richtig up to date. Ein Kalender gab es ja anscheinend auch mal, also Termine, lässt sich aber gar nicht mehr anklicken. Beziehungsweise das Feld muss man per Google suchen, um es zu finden, damit da nichts drinne steht. Na okay, da steht auch seit 20. Januar 2022, dass sie ja jemanden zur Sachbearbeitung sucht. Wohl bis jetzt noch niemanden gefunden. Und naja, der letzte Twitter-Post ist eine Weile her und Facebook, da muss man mit der wohl befreundet sein, um irgendwas lesen zu können. Irgendwie schon schwer herauszufinden, was Ricarda Lang demnächst so macht, offiziell. Ist das ein Geheimnis? Naja, man muss es vielleicht so sehen. Ricarda Lang will sich einfach vor den Massen an Autogrammjägern schützen. Und wenn wir bedenken, dass ja der Habeck letztens so einen Autogrammjäger-Vorfall hatte, wo hunderte Bauern ihm auflauerten wegen einem Autogramm und dann sogar welche hinterhergestürzt sind, als wäre einer von den Backstreet Boys, dann ist schon verständlich, warum man jetzt nicht wissen soll, was Ricarda Lang eigentlich nicht macht. Ich meine, macht ist natürlich fleißig. Ganz, ganz wichtige Person der Politik. Ohne die geht's nicht. Nein. Ricarda Lang ist die fleißigste Person überhaupt. Das kann man nicht anders sehen. Nein, nicht anders. Also freuen Sie sich auch demnächst auf Ihrer kleinen 20-Leute-Demo. Vielleicht kommt Ricarda vorbei. Dann können Sie auch mal in der Zeitung sein.